Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. Hier haben wir aufgehört und hier machen wir weiter an diesem wunderschönen sonnigen Morgen. Gleich mal der Fee oder was auch immer das ist. Es glitzert auf jeden Fall wunderbar. Dem Teil müssen wir folgen. Und hoffentlich kriegen wir dieses Mal nicht aufs Maul. Ach doch, das lenkt uns immer schön zu Feinden. Das finde ich gar nicht so nett, aber was will man machen? Nein, meine Armbrust. Meine schöne Armbrust. Ist aber echt geschickt, dass man Gegnern ausweichen kann. Sonst würde ich ja nur aufs Maul kriegen. So. Weiter der Fee folgen. Weiter der Fee folgen. Hoffentlich wieder so ein Beutelama. Ein Beutealpaka. Na, wo willst du, dass ich hingehe? Ich höre jede Menge Schritte. Ich hoffe, die gehören meinem Buddy da hinten. Eine goldene Kiste. Das ist natürlich klasse. Her damit. Wir kriegen Schubsaft, Beere, was auch immer das bringt. Und wir kriegen Pfeile für die Armbrust, die wir aktuell nicht mehr haben. Und hier sind schöne dicke Palmen. Anscheinend geben die auch erstmal Holz. Zumindest kann ich sie normal abbauen. Ja, das sieht gut aus. Das ist einfach normales Holz. Und ganz schön viel davon. Das ist doch wunderbar. Was ist denn das für ein Biom? Ich glaube, das steht dran, wenn man es betritt. Aber da habe ich nicht aufgepasst. Da müssen wir gleich nochmal nachschauen. Ah, die Kiste machen wir vielleicht auch besser kaputt. Sonst denke ich irgendwann, hey, eine goldene Kiste. Und dann ist die leer. Und dann bin ich ganz, ganz traurig. Und das kann man natürlich nicht zulassen. So. Hier sind Erdbeeren am Stiel, so wie das aussieht. Zumindest sieht das nach Erdbeerblättern aus. Schubsaftbeere. Na, ich sag immer noch, dass das Erdbeeren sind. Was ist denn das für ein Vieh? Ohne Armbrust wage ich mich da nicht ran. Da kann man ja zumindest mal einen Versuchsshot machen. Und wenn der keine Hilfe abgezogen bekommt, sich schnellstmöglich auf den Weg machen. Ja, das sah so nicht aus. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein Haus, das nicht erkundet ist. Und ganz viel von diesen Palmen, die sehr viel Holz bringen. Sehr viel sei dahingestellt, aber zumindest reichlich Palmen und die sind gut zu treffen. Können wir einfach mal so eine Schubsaft-Ding essen? Bist du eine Schubsaftbeere? Au! Hey, ich werde angegriffen und du tust nichts dagegen. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Dass du es nicht triffst, okay. Das verstehe ich allerdings. Hier ist noch eine schöne Kiste, aber ich glaube, wir sollten zuerst was essen. Ah, das ist Schubsaft, damit sind wir auf jeden Fall schneller. Sollt vielleicht nicht alle fressen. Wird mal wieder Zeit für Kürbisse. Die sind gut gegen Hunger und die sind gut für die Gesundheit. Was will man mir? Hier ist ein Wasserfass, mit dem wir wahrscheinlich nichts machen können. Wir haben Mais, wir haben ein Baguette und wir haben wieder Wolle bekommen. Und jetzt, die Kiste können wir nicht zerstören. Das ist richtig. Und hier oben ist noch eine. Oh, schade, dass wir da nicht rankommen. Nochmal Mais, nochmal Schubsaft und nochmal Wolle. Sehr kreativ, was hier denn in den Kisten spawnt. So, dann schauen wir mal weiter. Beziehungsweise schauen wir mal, in welchem Biom wir sind. Grasland. Ist das mit Gras? Strand. Ist aber ein schöner Strand. Da setzen wir gleich mal eine Markierung hin. Was ist denn ein Strandsymbol? Das da nicht. Auch schade, dass die hier kein Strandsymbol haben. Machen wir mal. Ich bin echt überfordert bei sowas. Das ist keine Höhle, das ist kein Wald, kein Pflänzchen, kein Tier. Ich würde mal sagen, einfach ein Mapmarker in Strandfarben. Oh nein! Nein! Oh, bis auf ein halbes Herzchen hat es mich runtergezogen. Mach's doch mal fertig hier. Boah, sind die Dinger fies. Her mit meinen Kürbissen.
Schade, dass ich die Dinger nicht benennen kann. So, nochmal ein Kürbis. Kann nicht schaden. Achso, ich kann dabei nicht laufen. Ich vergaß. Das geht nicht, während ich aß. So. Kann ich Mais einfach so essen? Ja, stillt Hunger und stellt ein Herzchen wieder her. Wieso sehen denn meine Schritte gerade so aus? Keine Ahnung. Gehen wir mal weiter. Da ist auf jeden Fall noch ein kleines Kabuff. Ach, da war man ja vorhin. Ich erkenne es wieder. Da waren wir am Anfang und haben wahrscheinlich die Kiste und das Sprengfass in irgendeiner vergangenen Episode gefunden. Deswegen mache ich Kisten ganz gern kaputt, aber die kriege ich ja noch nicht kaputt. Zumindest nicht mit meinen Fäusten. Und ich will jetzt ehrlich gesagt keine Waffe dafür opfern. Zumindest im Moment nicht. Habe ich noch ein separates Schwert? Ja, aber auch kein gutes. Okay, auf so viele Sachen darf ich also aktuell zumindest nicht draufhauen. Das ist schade, aber gut, dass man sich das vorher überlegt. So, hier mit den Beeren und hier mit dem Holz. Sieht aber echt schön aus hier. Also das Spiel gefällt mir. Sehr, sehr ästhetisch. Braucht aber noch einige Quality of Life Fixes. Na gut, Spitzhacke habe ich auch nicht dabei. Mensch, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Da werden wir hier einen größeren Bogen schlagen und dann so langsam zurückgehen. Vielleicht finden wir ja mal eine Höhle. Es wird so langsam Zeit, dass wir die finden. Da bekommt man nämlich schönes Material, um dann die besseren Spitzhacken und bessere Schwerter zu kriegen. Irgendwie Knorren, irgendwas. Knorrenwurzel. Komischer Name, ich weiß, aber das Spiel nennt die Teile halt so. Und hier ist auch noch ein schöner Baum und vor allem eine schöne Kiste. Und da hinten ist ein ganz, ganz unschöner, garstiger Wolf. Oh. Eine Kordel. Himbeeren. Schneebeeren. Und ich werde angegriffen. Das war, glaube ich, eine Falle. Oh je. Ich kann Fallen doch nicht ausstehen. Seiden sind meine eigenen. Ich glaube, die haben meinen Begleiter entführt. Jetzt wollen sie mich hops nehmen. Aber ich habe leider nicht genügend Waffen. Wir können sie höchstens zum Wolf führen. Oder umgekehrt. Komm, da ist er doch. Oh, nicht rennen, nicht rennen. Da sind zwei Wölfe. Der eine verfolgt mich schon, das ist gut. Den wollen wir dann doch einfach hier schön zu den Piraten führen. Nicht auf mich, auf die anderen. Und da ist mein Begleiter. Geh doch nicht mitten ins Getümmel. So. Ein Stück Fleisch. Eine Kralle. Ach komm schon. Haben die wieder alle platt gemacht? Wie stark sind die denn? Oder hat mein Begleiter die Wölfe einfach abgelenkt? Ich glaube eher so rum. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ihr greift den mal an. Nicht mich. Au. Womit habe ich das verdient? Der Wolf interessiert sich nicht mal für die. Ich glaub's ja nicht. Ich glaube, ich muss gleich meinen Mais verspeisen. Sobald wir in Sicherheit sind. Sind wir in Sicherheit? Ah ne, der Typ ist wieder gespawnt. Aber der hat echt keine Chance gegen die Piraten. Ich fürchte, wir haben dann auch wenig Möglichkeiten, da was auszurichten. Ich werde auf jeden Fall die Kürbisse aufsammeln. Und dann fliehen wir mal von dem Wolf da oben. So, Energie ist voll. Na komm schon. Das ist eine harte Strömung. Das ist eine harte Strömung. Aber wir schaffen es rüber. Extra habe ich keine Energie verbraten, dass wir es schaffen. Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Nein! Abgetrieben. Sind aber auf der richtigen Seite rausgekommen. Dann war es ja nicht so schlimm. Hier ist dann nochmal der schöne Strand. Da ist irgendwas Seltsames hier im Gras. Ach, das ist auch wieder so ein Panzervieh, nur in einer anderen Farbe. Wir haben früher schon gelernt, dass Sachen in einer anderen Farbe teilweise gefährlicher sind als ihr Grasland-Counterpart. Deswegen lieber da mal weggehen.
wenn wir so ungerüstet, ungeschützt und unterlevelt sind. Wir gehen mal zurück Richtung Lager. Da kommt Rauch raus, das heißt, da sind auch Banditen. Ich habe leider keine gute Waffe gegen die. Fress mal ein bisschen Mais. Ah, ich muss dafür ja stehen bleiben. Ja, jetzt geht es mir wieder gut. So, und da drüben ist dann unser schönes kleines Dorf, das wir hoffentlich bald erweitern können. Na, nehmen wir hier was noch von den dicken Bäumen mit. Aktuell ist kein Feind in der Nähe. Das wird wunderbar klappen. So. Sehr schön. Ah, wieder fast 90 Holz und gleich mehr als 90 Holz, wenn wir den Baumstamm noch für uns einnehmen. So, wunderbar. Dann auf Richtung Heimat. Also ich muss hier ja wieder warten, bis die Energie gelevelt ist. Na, schnell schwimmen geht eh nicht. Na komm. Ich will doch nur rüber. Ah, Springkammer. Das bringt was. Na gut. Nicht die Orientierung verlieren. Einfach schnurstracks geradeaus. Und nur nicht abgelenkt werden von schönen Kürbissen. Mist, sie haben schon wieder geschafft. Ist egal. Bisschen Essen braucht man ja auch. Bisschen Nachschub. Gibt's zumindest in rauen Mengen hier. Ja, mit der Ranke. Und droppen Diesel. Oh. Zumindest meine Axt war nicht gut genug dafür. Wäre interessant, ob diese Bäume, die ein bisschen sehr künstlich aussehen, nö. Die droppen normales Holz. Ich dachte, gibt vielleicht auch spezielles Kiefern- oder Tannenholz. Aktuell zumindest noch nicht. Oh, schon wieder so ein Teil. Komm schon, wir brauchen dem seinen Panzer. Ich begrüße sie. Mein Schwert ist down. Komm schon, jetzt musst du ein bisschen was machen mit deiner Spitzhacke. Während ich meine neue Waffe ausrüste. Sehr schön, her mit dem Panzer. Was liegt hier noch? Ein Holz. Her mit dem Einholz. Mensch, die Bäume habe ich wirklich, wirklich sehr gern. Und hier das rote, die roten Blümchen sehen natürlich auch gut aus. Ich brauche noch einen guten Screenshot für die Episode. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. So, das reicht dann auch schon. Oh, ein Spinni. Kein Spinni mehr. So, wollt ihr gestreichelt werden? Ja, natürlich. Her mit der Milch. Her mit der Milch. Dann werden wir uns zumindest keine Knochen brechen, wenn wir die alle trinken. Ganz gut für den Kalziumhaushalt. Oder wunderbar zu Kaffee. Oh nee, da ist noch so ein Teil. Dafür habe ich wirklich nicht die Waffe. Ab nach Hause. Beinahe die Richtung wieder. Oh, ein Aussichtsturm. Und hier ist ein Banditencamp in der Nähe, so wie es aussieht. Gehe ich denn überhaupt noch richtig? Fast zumindest, fast gehe ich richtig. Wird aber sagen, das mach mal erst irgendwann anders. Jetzt würde ich gerne mal meine Schäfchen ins Trockene bringen. Zumindest das, was ich gerade an wertvollem Zeug da habe, ins Lager bringen. Ach, wir sind ja schon wieder auf dem Heimweg. Die Ruine kämmer doch. Schon wieder ein Wolf? Spawnen die hier nach? Wahrscheinlich. Hau drauf. Au, nicht auf mich. Sehr gut. Jetzt habe ich aber tatsächlich keine Waffe mehr. Hier liegt noch eine Spitzhacke rum. Die ist zwar ganz schön abgeschrabbelt, aber immerhin. So, da hinten wohnen wir ja. Hier liegen oder hier lauern drei Spinnilein am Wegesrand. Das ist nicht gut für uns, vor allem so ganz ohne Schwert. Und hier ist noch so ein schöner, runder Felsbrocken. Können wir den abbauen? Vor allem können wir den mit der Spitzhacke noch abbauen. Ja, wir haben ja einen Kumpel.
Ein Schlag, dann musst du draufhauen, dann hau ich drauf. Nochmal. Ja, wunderschön. Oh, der hat zwei Babys bekommen. Ich kann die aufheben. Ist ja cool. Kann ich die Spinnen damit umbringen? Das wäre dann mal ein nützlicher Steinbrocken. Wo waren die denn? Da unten sind sie. Na? Und? Das hat nicht viel gebracht. Nein, null Schaden. Sicher? Na gut, die sind relativ unbeeindruckt davon. Spitzhacke in die Fresse. Sehr gut. Und die runzlige Spitzhacke ist dadurch auch kaputt gegangen. Das ist gar nicht so schlecht. Haben mal wieder mehr Platz im Inventar. Ein Ast und ein Wolf. Nee, ich brauche unbedingt eine Waffe. Und ich glaube, so langsam wird es auch Zeit für ein Schild. Vor allem, wenn die Gegner stärker werden. Hier hat wieder jemand gegen Skelette gekämpft. Hier mit den Knochis. Und du bist? Farbenbomber. Oh, ich habe ein bisschen Schnupfen. Es ist immer schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich bin Farbenbomber und du machst meine Welt noch ein bisschen bunter. Och, hör doch auf. Die Freude ist ganz meinerseits. Es geht doch nichts über einen Ausflug in die Natur, um einen klaren Kopf zu kriegen. Ich schlafe ja gerne unter Bäumen, aber manchmal habe ich Angst, dass einer auf mich drauf will. Die Dialogspur kennen wir schon. Ich glaube, ich bleibe heute Nacht in deinem Dorf. Nee, nee, du wirst dauerhafter Mitbewohner. Fortfahren, fortfahren. Liebe in meinem Dorf. Ja. Fühl dich wie zu Hause. Wunderbar. Können wir dann eigentlich gleich noch ein Bett machen? Ich glaube, wir können bis zu 3 Dorfbewohner gerade akzeptieren. Dann kommt der nächste in die Mitte. Wir machen das, wie Urinale sein sollten, schön auseinander. Oh, das war ja erst das zweite Bett. Dann hier das dritte Bett. Na gut, das soll passen. Ich glaube, die brauchen auch noch eine kleine Lampe. Ich brauche zumindest eine, damit ich die sehe. Da ins Eck. Da ins Eck. Nein! Bleib mir vom Leib. Wie kommst du denn hier rein? Ja. Ohne zusätzliche Spitzhacke wurde fallen gelassen. Das ist doch schön. Kann ich die Betten noch irgendwie zuweisen? Ja, zumindest Farbenbomber, kann ich sagen, soll ich hier schlafen. Und dem kann ich, glaube ich, sagen, dass er uns nicht mehr verfolgen soll. So gut ist er eh nicht. Hey, 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 du willst doch nicht zu ihr ins Bett. Unterstützer wegschicken, fortfahren, wegschicken. Hey, lass die Frau in Ruhe. Na gut, ist ja eure Sachen, was ihr hier macht. Ich will nur kein Kind sehen im Morgen. Maiskolben können wir auch anbraten. Wenn ich denn... Oh. Hab ich mein Bett erwischt, aber scheint ja ganz erholsam zu sein. So. Dann Maiskölbchen. Wo sind denn meine Maiskölbchen? Hier drin 7 Stück. Insgesamt haben wir 8. Ah, die sind in der Schnellauswahlleiste. Vielleicht geht das dann nicht. So rum passt das aber. Passt. Und dann hier oben hinzufügen. Hab irgendwie eine Schaltfläche unten gesucht. Hier mit den Knochis. Mais wird gegrillt. Zombies verziehen sich. Wir brauchen ein neues Schwert. Am besten 2 Stück. So, ich glaube... Ah, die konnte man noch aufnehmen irgendwie. Das ist sehr gut. Hä? Ich höre eine Spinne? Nee, ich höre ein Skelett. Ein Glück gerade ein Schwert gemacht. So, jetzt muss ich ein bisschen wieder Zeug einsortieren. Wir haben Wolle, wir haben Knochen, die kommen woanders rein. Seide, Milch, Baguette. Ja, Himbeeren haben wir auch so viele. Mensch, die stöhnt aber beim Aufwachen. Holz haben wir auch schön viel. Da können wir gleich Planken nachmachen. Ich glaube, das waren die Dinger, die Dinger. Ah, ich wünschte, es gäbe wirklich so eine Auto-Stack-Funktion.
aber wir werden zurechtkommen. So tierische Produkte waren hier. Oder zumindest Sachen, die Mobs gedroppt haben. Die Möpse gedroppt haben. So, dann auch hier. Anscheinend ist 50 so die beliebte Deckgröße. Das ist auch gut zu wissen. Die Kordel tun wir auch mal hier hin. Und dann, na, die Pfeile tun wir hier zur Armbrust. Kann nicht schaden. Und dann sind wir wieder leer genug, würde ich sagen. Schauen wir uns mal an, was wir aktuell machen können. So ein Maiskölbchen können wir auf jeden Fall nehmen. Die sind ganz gut für unsere Gesundheit. Vor allem, wenn sie schön geröstet sind. Konditionsglücksbringer. Was bringt denn ein Glücksbringer? Hebt nicht nur deine Laune, sondern erhöht auch deine maximale Kondition. Dafür brauchen wir Marmor. Ich glaube, ich habe noch gar kein Marmor. Dafür müssen wir, glaube ich, eine bessere Spitzhacke haben und in eine Höhle gehen. Aber so ein Ritterschild könnte man irgendwann mal machen. Dazu brauchen wir eine Seilerei. Zumindest hieß das in Anno immer so. Wir brauchen ein Gerät. Und zwar ein Spinnrad. Dafür braucht man Holzstäbe und Wolfskrallen. Das haben wir eigentlich alles. Müssen nur hier wieder sagen, dass Holzstäbe produziert werden sollen. Machen wir mal 10 Stück. Nehmen wir mal ein Bündel Krallen. Ich habe leider nicht gemerkt, wie viel wir genau brauchen. Ich hoffe, die 6 haben gereicht. Da kann ich ja nachsehen. 6 haben auf jeden Fall gereicht. Das ist in Arbeit. Na, was wächst denn hier schon wieder? Dann würde ich sagen, nutzt mal einfach kurz die Zeit, um hier noch die Bäumchen zu fällen. Da ist direkt ein Baum gespawnt. Und wir haben wieder Hunger. Das ist natürlich nicht gut. Da wollen wir gleich eins unserer gerösteten... 3 Herzchen bringt das zurück und 5 Essen. Das lohnt sich ja voll, der Mais. Runter damit. Naja, wer mal ganz leer ist, muss man anscheinend viel essen. Macht ja auch Sinn. Und ich vergesse immer, dass ich mich währenddessen nicht bewegen darf. Oder sollte, sonst wirkt es eben nicht so gut. So, ein Dünger lag da noch rum. Und der kleine Baum muss auch noch dran glauben. Das ist in Ordnung. Den wollten wir ja stehen lassen. Um zu schauen, ob da was spawnt. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon einige gesehen, wie sie spawnen. Das heißt, vielleicht können wir den irgendwann wegmachen. Gut. Die 2 kleinen kommen auf jeden Fall jetzt auch noch weg. Und dann sollten die Holzstäbe auch soweit sein. Dann können wir endlich mal ein Spinnrad hinsetzen. Was braucht man zum Aufrüsten? Knorrenwurzeln. Haben wir 0 von 10. Genau, diese Knorrenwurzeln müssen wir irgendwie in Höhlen finden. Einen Höhleneingang habe ich allerdings noch nicht gesehen. Da müssen wir mehr auf Erkundung gehen. Ja, das passt erstmal so. Dann würde ich sagen, ein Spinnrad als erstes. Bevor ich wieder abgelenkt werde. Das tun wir vielleicht einfach so rein. Wird schon passen. Dann braucht man ein Seil und das braucht 5 Ranken. Das kann ja nicht schwer sein zu finden. Die sind in der Rankentruhe. Hier sind sie. Können wir wahrscheinlich alle verbrauchen. Die findet man ja so schnell. Oder braucht noch was anderes Ranken? Nö. Schnell deponieren. Kann ich das irgendwie schneller machen oben? Nö. Dann machen wir mal. Keine Ahnung. So, wir haben noch 10 Ranken übrig. Das soll passen. Ansonsten können wir schauen. Eine Kordel können wir auch machen. Gebäude. Ein Baumstammhaus und Palisadentor könnte man machen. Ja, das Baumstammhaus ist zwar noch ein bisschen klein, aber irgendwo als temporärer Unterschlupf bei so einem Außenposten wird das ja schon Sinn machen. Ich bin echt verschnupft, das tut mir leid. Da muss Big Daymate nochmal ran. Hoffentlich funktioniert das. Erstmal auf jeden Fall die Wolle einsammeln. Und dann vielleicht die zur Begleiterin küren. Über Jobs reden.
gehen wir auf Erkundung. Und der soll mal hier dem Dorf helfen. Hilf dem Dorf. Ressourcenjobs, ja, warum nicht? Verarbeite oder sammle Ressourcen. Okay. Okay. Der wird uns verlassen und ein bisschen auf Ressourcensammlung gehen. Das ist gar nicht so schlecht. Und wir haben eine gute Begleiterin. Braucht man allerdings noch... Er ist echt furchtbar im Winter mit mir. Wir brauchen allerdings noch eine Ansammlung an Spitzhacken. Ja, dich wollte ich nicht anlabern. Ich wollte Spitzhacken machen. Am besten 3 Stück. 1, 2 und 3 Schwerter haben wir, glaube ich, genug. Ritterschild. Dafür braucht man ja 1 Seil. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Gut, ich habe jetzt 7 Seil, so viel braucht man nicht. Aber 1 wäre schon mal nicht schlecht. So. Eher damit. Ich mache gleich 2, dann können wir 1 in die wertvolle Truhe tun. Hier direkt neben dem Bett. So, 1 Schild kommt hier rein, nur für den Notfall. Und wo ist das andere Schild? Da oben. So, das sieht doch gut aus. Spitzhacken genug, Äxte genug. Inventarplatz ist mangelhaft. Ich tue mal das Holz hier ausnahmsweise kurz hier rein. Mais nehmen wir mit, Kürbis nehmen wir mit. Ranken und Seil lassen wir am besten da. Ranken hier, Seil, keine Ahnung. Hier ist Platz, tun wir es einfach mal da rein. Und Wolle zur Wolle. Himbeeren, Schubsaft, was auch immer. Glaubt, das passt so. Auf geht's. Und jetzt such mal einen schönen Höhleneingang. Kann ja nicht so schwer sein, einen zu finden. Ja, nochmal ein Spinni. Und noch eine. Na schön, meine Begleiterin hat wenigstens ein Schwert. Das wird helfen. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen... Ah, da ist schon eine Höhle markiert. Das ist ja wunderbar. Dann wollen wir da auf jeden Fall mal rein. Und wir kommen sogar zum Aussichtsturm. Das ist ja praktisch. Da ist bestimmt wieder eine tolle Lootkiste zu finden. Na? Da ist noch ein Lagerfeuer. Hier ist eine Kiste. Mit Kürbissen. Oh, ich glaube, da, das war wieder eine Falle. Nee, hat sich nur so angehört. Na, jetzt habe ich vergessen, die Kiste zu zerstören. Und hier müssen wir uns hochbauen. Da sollten wir ein bisschen Holz für haben. Oder kann ich das einfach zum Einsturz bringen? Na komm. Okay, Spitzhacke ist deutlich besser dafür geeignet. Und bringt zumindest ein bisschen Holz. Keine Ahnung, ob es hier sowas wie Statik gibt. Ich hoffe mal nicht. Sieht im Moment ganz gut aus. War da was drin? Nö. Gut, das sollte jetzt reichen, dass wir nicht die Treppe, sondern einfach so eine... rustikales Treppchen hier noch randingeln können. Irgendwie. Na komm. Sicher nicht. Komm schon. Ein anderes Objekt ist im Weg, ja, ich weiß. Die will ich ja gerade zerstören. Na, versuchen wir das so. Müssen ja irgendwie da dran kommen. Können ja nicht von mir erwarten, dass ich das einfach liegen lasse. Sehr gut. Vielleicht hier noch den Verzweigung weg. Das sollte ja irgendwie passen. Ja, fast. Fast. Na, das so. So rum geht es natürlich auch. Müssen wir zwar ein bisschen aufpassen. Oh.
Ich sagte, wir müssen ein bisschen aufpassen. Und was macht mein Charakter? Nicht aufpassen. Weg mit dem Bierkrug oder Bierfass. Und natürlich mit der Kiste. Ist eine Holzkiste. Gab aber gar kein Holz. Das ist ja schade. So, dann probieren wir es nochmal hier raufzukommen. Ist ein bisschen arg wackelig. Aber so. Ui, was ist jetzt kaputt gegangen? Eine weitere Kiste. Och, das alles für ein Seil und so ein bisschen Seide. Oh, 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 Dynamit. Entschuldigung. Die respawnt ja wieder. Der geht's bestimmt gut. So, ein Lagerfeuerchen. Können wir uns schön aufwärmen. Ein Glück keine Feinde unterwegs. Machen wir es trotzdem mal weg. Den Heimweg finden wir auch so. Oh, eine Fee. Dann folgen wir der Fee nochmal. Taucht ja relativ oft auf. Schön mit der Energie irgendwie haushalten. Ich glaube, ich esse auch einfach noch was. Ja. Ich glaube, ich esse noch was, bevor ich angegriffen werde. Hab nämlich das Gefühl, dass ich demnächst angegriffen werde. Sag ich doch. Zum Bäume klopfen ist das Rollteil hier auch ganz gut. Muss ich schon sagen. Da ist die Fee. Da ist sie ja. Komm schon, bring mich zu einem guten Lama. Na, wo führst du mich hin? Zu einer goldenen Kiste. Sind da wieder Feinde drumrum. Mein Internet ist weg, das ist aber schlecht. Ich hoffe, ich werde nicht rausgeworfen. Auf jeden Fall einmal in die Kiste schauen. Ein Kürbis, drei Pfeile, ein Himbeersamen. Also nicht der Rede wert. Nächstes Mal folge ich einfach der Fee nicht mehr. Da ist ja noch was Goldenes. Das hätte ich ja beinahe übersehen. Und da gibt es tatsächlich Feinde. Dann komm mal mit, Begleiterin. Die darfst du fertig machen. Die haben eine Armbrust. Ah, sehen zumindest nicht so tödlich aus wie die Piraten. Und lassen mir ganzes schönes Zeug auffallen. Das ist ja wunderbar. Und da freuen sich die Hühnchen. So, was haben wir denn? Mais. Wir haben Wolle, können wir nicht aufnehmen. Wir haben Seide, können wir aufnehmen. Können wir irgendwas stapeln? Ich würde sagen, nein. Dann ziehen wir die hier einfach raus. Und machen die Kiste vielleicht kaputt. Können wir nicht. Na gut, lass mal die vielleicht liegen. Schwert und Spitzhacke wird auch nicht das Beste sein. Ja, Inventarplatz ist wieder Mangelware. Müssen wir mal schauen. War mal hier eigentlich schon drin? Nö. Anscheinend nicht. Das lassen wir aber mal drin. Kann ich ja nicht aufsammeln. Nur falls irgendwas richtig Cooles kommt oder was zu unseren Stacks passt. Wolle passt wieder nicht. Ein Wölfchen in der Nähe. So. Dann würde ich aber sagen, das mit dem Schnupfen ist gerade zu heftig. Da muss ich den Stream beenden. Die Folge werde ich an die letzte dran dengeln. Dann passt es schon irgendwie. Ich kann mich ja im Schneiden üben. Dann würde ich jetzt aber sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.